Kaltlufttropfen mit, in Klammern, Schneeschauern und Graupelgewittern. Wieder Frost in der Nacht, aber nicht überall. Der Trend wird wärmer. Glück auf miteinander und nochmals herzlich willkommen auch an die neuen Abonnenten und danke für den Support. Das 5B-Tief ist Geschichte, jedoch zieht aus Norden in den kommenden zwei Tagen ein Kaltlufttropfen nach Süden. Welcher Schauer weiter oben auch Schneeschauer und bis ganz runter auch Graupelgewitter im Gepäck hat. In den Mittelgebirgen kann es noch einmal weiß werden und die Frostgefahr ist immer noch nicht gebannt. Eine erneute Nacht mit Kältestress steht für die Pflanzen an, wo das Risiko am höchsten ist und was die aktuellen Karten zur kommenden Wetterlage sagen. Das schauen wir uns jetzt an, steigen mit dem aktuellen Satellitenbild ein und erkennen, wir befinden uns gerade unter Zwischenhocheinfluss. Hier sind diese ersten anzüglichen Wolken zu sehen, die durch dieses 5B-Tief, was ja viel weiter nach Osten weggedrückt wird, eben jetzt hier nach Norden geschickt werden. Da passiert aber nichts weiter. Und im Norden kommt, wie gesagt, schon dieser besagte Kaltlufttropfen herein. Wir befinden uns dazwischen und man kann gut sehen, es ist ein bisschen absinken zu erkennen. Die Bewölkung, die Cumulusbewölkung kommt nicht wirklich in die Bereiche rein, wo sich dann quasi der Regen oder die Intensität der Schauer dann entwickeln kann. Das geschieht jetzt am ehesten Richtung Norden, wo eben dieser Kaltlufttropfen schon so ein kleines bisschen die Regie übernimmt. In Bezug auf die vergangene Nacht möchte ich auch nochmal drauf eingehen. MT-Wetter leider ohne Daten. Wir haben aber noch Meteosiel und Meteosiel hat eben hier auch, ja, in Bezug auf die vergangene Nacht einige Werte zur Verfügung gestellt, beziehungsweise konnten hier gemessen werden, ja, gerade Richtung Sachsen und Richtung Ostdeutschland in einem großen Streifen so der Mittelgebirge. Teilweise unter minus 5 Grad, flächig in Sachsen teilweise auch unter minus 6, minus 7 Grad Celsius. Und wenn wir uns das mir zu Gemüte führen. Spitzenreiter ist Deutsch-Neudorf-Brüderwiese. Hierbei muss man aber sagen, es verhält sich dort wie in einem Hochtal. Das liegt quasi auf 688 Metern Höhe. Und die Berge drumherum, die liegen noch höher. Das ist so ähnlich wie Marienberg-Kühnheide. Aber auch weiter oben, Karlsfeld auf 800 oder knapp 900 Metern, minus 8,2 Grad. Der Fichtelberg, höher gelegen, etwas milder. Ja, aber generell, schaut mal, Solland an der Spree, minus 6,5 Grad Celsius. Bad Muskau auf 125 Metern, minus 6,2 Grad. Ja, man kann ja immer so weitergehen. Selbst der Brocken war milder, weil er eben höher liegt als die unteren Gebiete. Debeutesweide-Rheinberg, minus 6,2. Martinrode auf 427, minus 6. Und so geht das hier die ganze Zeit weiter. Also wie gesagt, Freunde, die letzte Nacht sollte vielen Pflanzen so ein bisschen den Rest gegeben haben. Und man kann nur hoffen, dass die kommenden Nächte jetzt nicht so tief gehen, oder beziehungsweise dieselben Orte wieder getroffen werden, dass die Pflanzen sich wahrscheinlich vielleicht überhaupt nicht mehr erholen können. Aber das sind schon Werte, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, verbreitet um die minus 5 Grad Celsius hier. Und das auch ganz, ganz unten. Hoyerswerda hier zum Beispiel auch. Ne? Wenn man das mal hier sich anguckt. Auf 116 Höhenmetern, minus 5,5 Grad. Tja, Freunde, schauen wir auch ganz als erstes nochmal in die aktuellen Berechnungen für die kommenden Nächte in Bezug auf den Frost. Wir sehen jetzt hier die Tiefstemperaturen in 2 Metern Höhe vom Icon D2-Modell ausgespuckt für die kommende Nacht. Wir erkennen, es ist nicht ganz so drastisch wie in der letzten Nacht. Jedoch finden wir auch wieder hellblaue Gebiete, wo es unter Null geht. Gerade wieder die östlichen Mittelgebirge, Dreieck Hochfranken, Thüringer Wald, auch wieder die Rhön mit dabei, der Harz natürlich. Schwarzwald geht es teilweise bis auf minus 6, minus 7 Grad Celsius runter. Auch die Schwäbische Alb, die Eifel kann mit betroffen sein in den Tallagen. Ja? Denn es ist eben auch so, auch wenn das jetzt hier nicht so verbreitet nach Frost aussieht, ganz unten in 5 cm Höhe quasi Bodenfrostgefahr ist dennoch gegeben. Je nachdem, wenn die Werte in 2 Metern Höhe Plusgrade anzeigen, heißt das nicht, dass die etwaig wieder rausgestellten Pflanzen dann am Erdboden keinen Frost abbekommen können, Freunde. Ja, wie gesagt, das muss man immer sich vor Augen halten. Die Karten werden immer in 2 Metern Höhe ausgegeben und bei solchen Kältelagen sind eben auch die Bodenfrost bzw. die bodennahen Temperaturen in 5 cm Höhe eben wichtig. Und da kann man ja erkennen, da gibt es nochmal einen breiten Streifen hier,
wo Frostgefahr herrschen wird in der Nacht. Von Norden her kommt schon wieder Bewölkung rein, atmosphärische Gegenstrahlung, dementsprechend keine Frostgefahr. Im Südosten genau dasselbe. Da ist eine Restbewölkung von dem abziehenden Tiefdruckgebiet. Ja? Zwischendrin im Zwischenhocheinfluss ist wieder Frostgefahr. Die darauffolgende Nacht schauen wir uns auch gleich nochmal an. Wir beginnen wieder mit den 2 Meter Temperaturen. Am Mittwoch früh, halt am Donnerstag früh, können im Prinzip in einem breiten Streifen von Schleswig-Holstein parallel zur Elbe runter wieder Frostwerte gemessen werden. Auch Schwäbische Alb wieder runter und natürlich die ganzen Hochlagen. Aber Richtung Westen scheint die ganze Geschichte ein kleines bisschen sich zu entspannen, bis wir auf die 5 cm Höhekarte gehen. Und da kann man auch erkennen, jawohl, es kommt wahrscheinlich im Westen ein kleines bisschen Durchmischung rein. Und diesbezüglich ist es auch so, dass gerade hier über Nordrhein-Westfalen und so weiter eben dann der Frost nicht mehr so herrschen könnte. Die Frostgefahr aber hier in diesem breiten Streifen nordöstlich von Deutschland, beziehungsweise im Nordosten von Deutschland, da ist die Frostgefahr eben nochmal gegeben. Luftfrost, teils wie auch Bodenfrost eben hier ja mit von der Partie. In Bezug auf die aktuelle, ja, auf das aktuelle Radarbild, genau, ich hatte es eben bereits schon erwähnt, der Kaltlufttropfen, der macht sich jetzt bereits im Norden bemerkbar mit schauerartigem Niederschlag. Das wird sich jetzt immer weiter Richtung Landesmitte vorrücken oder wird immer weiter vorrücken. Und im Süden haben wir noch Reste dieses 5B-artigen Tiefdruckgebietes, was eben diese Feuchtigkeit von Südosten her auf die bodennahe Kaltluft jetzt hier aufgleiten lässt und dementsprechend auch ein paar Flocken heute gerade in Bayern eben auch und auch im Bayerischen Wald eben noch fallen konnten und auch ein bisschen was akkumulieren konnte. In Bezug auf die weitere Entwicklung schauen wir uns das aktuelle ICAN EU-Modell an und wir sehen im Prinzip, ja, es wird immer wieder Feuchtigkeit von Süden so ein kleines bisschen reingedrückt und gerade in den Ostalpen wird es in den kommenden Stunden richtig ordentlich ja, einschneien, beziehungsweise wird es sich langsam so richtig schön einschneien können. Dort ist es eben dann so, dass da auch einiges an Neuschnee zusammenkommen kann und wir erkennen aber auch, wie gesagt, aus Richtung Norden, Nordwesten kommt dieser Kaltlufttropfen hereingezogen und wir können erkennen, das, was jetzt hier als flächiger Regen dargestellt wird, ist Schaueraktivität, das wird sich wie gesagt am morgigen Mittwoch eben vollziehen. Dann ist wieder Schauerabklingen angesagt bis in der Nacht zum Donnerstag. Man kann aber auch erkennen, einige Schauer südwestlich des Kerns werden sich erhalten können. Und hier ist im Prinzip dann auch wieder ja, die Gefahr von Schnee nachher eben gegeben. Und da muss man dann so ein kleines bisschen noch aufpassen, was da eben ja an Glätte noch zusammenkommen kann, beziehungsweise was da eben an Glätte noch entstehen kann. Zwischendrin auch auf aufklärende Bedingungen wieder. Es kann überfrieren, wie gesagt, Donnerstag früh aufpassen. Gerade auch hier die Schauer, die ziehen ziemlich meridional, kann man sagen. Also wie gesagt, ein Schauer Schwerpunkt jagt den nächsten. Da kann es auch wieder akkumuliert zu einer geschlossenen Schneedecke kommen, ganz örtlich. Ne? Also das habt man bitte auf der Agenda gerade so Dreieck Hochfranken, Erzgebirge, ein bisschen bayerischen Wald hinunter. So in diesem Bereich, dort ist nochmal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Schnee zu rechnen. Können wir auch ganz kurz nochmal darauf eingehen in Bezug auf die ja, Neuschnee oder beziehungsweise auf die ja, Schneefallhöhe oder Schneefallgrenze und auch auf die Kilogramm auf den Quadratmeter, die quasi dann in fester Form fallen sollen. Es ist so, dass von Norden her in der Nacht, beziehungsweise dann am Mittwoch vor allen Dingen schon in der Nacht, also von heute auf morgen dann, in den westlichen Mittelgebirgen teilweise sogar schon mit etwas Schneefall zu rechnen ist. Da geht die Schneefallgrenze teilweise bis auf 200 Meter runter, teilweise. Ja, also wie gesagt, da ist auch schon mit Glätte zu rechnen, je nachdem, wie stark die Schauer sich eben halten können. Dann ist es eben so, die Schneefallgrenze steigt natürlich mit der Sonne dann tagsüber an. Erstmal so ein kleines bisschen hier auf 500 Meter, 500, 600 Metern. Und da muss man aber trotzdem sagen, 500, 600 Meter Schneefallgrenze um einen 24. April. Das ist schon eine relativ kalte Luftmasse, die wir immer noch anliegen haben, muss man tatsächlich sagen. Ne? Sehr instabil geprägt, dementsprechend auch schauerlastig. Und Restschauer werden dann auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ich hatte es eben bereits schon erwähnt, den Dreieck Hochfranken, eben jetzt hier Westerzgebirge, ebenfalls auch bis nach in die Sächsische Schweiz hinein, Bayerischer Wald eben ja, beschäftigen können. Und
Mal sehen, was da jetzt unterm Strich bei rauskommt. Natürlich dann Richtung Donnerstag hin wieder ansteigende Schneefallgrenze auf ungefähr 700 Metern. Und wenn wir die ganze Sache hier mal weiterspinnen, wir erkennen auch von Süden her die 1000 Meter Schneefallgrenze, die rückt sehr, sehr schnell nach Norden, dann Richtung Freitag. Und diese Luftmasse läutet dann eben auch das Ende der Frostperiode an. Zum Glück kann man nur sagen. Akkumuliert auf den Quadratmeter in Kilogramm kommen jetzt eben 4 bis 5 Kilogramm tatsächlich im Westerzgebirge nochmal zusammen. Akkumuliert kann das, je nachdem, wie die Taupunkte sich verhalten zu dieser Zeit, kann das so locker um die 5 cm Schnee nochmal werden. Auch Richtung den anderen Mittelgebirgen im zentralen Gebiet kann es locker nochmal eine weiße Landschaft geben. Ja, gerade auch die Lagen jetzt hier Bayerischer Wald, da geht es noch ein bisschen höher. Ja, und wenn man jetzt im Prinzip auch nochmal das Icon D2-Modell, das Regionalmodell mit dem feiner aufgelösten Raster eben auch nochmal zur Hand nimmt, dann kann man gut erkennen, die Mittelgebirge, da wird es definitiv in den Morgenstunden, kann es da nochmal weiß sein. Ja? Und dementsprechend auch nochmal Klettergefahr, wer ganz früh raus muss. Wenn die Sonne dann hochkommt, Infrarotstrahlung, Langwellenstrahlung, die wird natürlich sofort die Klette wieder, die Klettergefahr wird sich sofort wieder verflüssigen sozusagen. Ja? Aber wie gesagt, in ungünstigen Lagen, Muldenlagen, wo sich jedenfalls die Kälte noch ein bisschen hält, dort ist mit Klettergefahr zu rechnen, weil auch viele schon die Winterreifen eben drauf haben. In Bezug mal auf den Standort Wunsiedel in Oberfranken gelegen, wie gesagt, die wollen hier tatsächlich nochmal den Schnee haben und das sind im Prinzip die nächtlichen Schauer in der Nacht von morgen auf übermorgen und diesbezüglich solltet ihr dort in diesem Bereich eben das ein kleines bisschen auf dem Schirm haben. In Bezug auf die weitere Wetterlage kann man jetzt erkennen, das Höhentief kommt rein und man kann auch erkennen, in der Höhe kommt jetzt eben, wie gesagt, tiefes Geopotenzial rein und eben auch, ihr seht es hier, eine 32, das sind 32 Grad minus in 5,5 Kilometern Höhe, das ist schon sehr, sehr kalt. In Bezug auf die Sonne, die den Boden erwärmt, gibt es da einen großen Temperaturgradienten zur Höhe und diesbezüglich wird es auch sehr viele Schauer und auch kurze Graupelgewitter geben können und wie gesagt dann eben auch diese nächtlichen Schauer, die sich dann eben auch halten könnten. In Bezug auf die Instabilität der Luftmasse, heute wie gesagt alles noch gut, Zwischenhocheinfluss in Bezug auf den Mittwoch dann nachher kommt hier gehen die Cape-Werte so ein kleines bisschen in die Höhe. Ja, also Cape-Werte, das sind im Prinzip die Gewitter, oder das wäre der Gewitterzündstoff hierbei auch eben für die Schauer. Und diesbezüglich zeigt das auch an, dass die Luftmasse instabil geschichtet ist, dementsprechend auch kurze Gewitter mit integriert. Wir sehen das jetzt so gut, ja, das Arome-Modell löst das relativ gut auf zur Verdeutlichung. Wir können das erkennen, am morgigen Mittwoch die Schaueraktivität wird sehr schnell aufleben, es wird ein richtig ordentliches Aprilwetter geben können und die Schneefallgrenze zum Tiefdruckkern hin, welche sich jetzt ungefähr hier befinden dürfte, da geht es eben dann auch mal weiter runter und wenn wir uns die Zeit hier oben anschauen, da geht auch im Prinzip die Nacht dann auch schon einher und man kann eben dann erkennen, dass stärkere Schauer dann eben in die erste Nachthälfte überdauern und dann eben diesen Bereich hier ja, beschäftigen werden, dann gerade was den Donnerstag früh nachher eben angeht. Ne? In Bezug auf den weiteren Trend zum Abschluss nochmal, ja, man kann das hier gut erkennen, wir befinden uns hier noch im kalten Bereich unter Null, hier ist die Bodenfrost bzw. die Frostgefahr noch gegeben und danach geht es aber durch Südwestanstrebung steil bergauf und am Wochenende haben wir teils schon wieder 10 Grad plus in 1500 Metern Höhe, die Frostgefahr ist gebannt und auch diese magische 0 Grad Isotherme in 1500 Metern Höhe. Ja, ich male das nochmal so rein, damit man das gut erkennt. Wie gesagt, diese Tage, alles was unter 0 Grad in 1500 Metern Höhe berechnet wird, was alle Member des GFS-Modells, die wir uns hier oben links anschauen, hier im Bund finden wollen, ja, da ist eben nochmal Frostgefahr gegeben mit den Niederschlägen hier unten, dementsprechend dann auch nochmal die Schneefallgefahr. Aber wie gesagt, Richtung Wochenende, Richtung Hexenfeuer im Prinzip, ne, Tanz in den Mai, dort scheint es tatsächlich gutes Wetter zu werden und kein Frost mehr. Und wenn wir uns das hier Ganze nochmal in 2 Metern Höhe anschauen, auch für den Bereich Wunsiedel, der sowieso schon ein kleines bisschen höher liegt, da kann man interpretieren oder reininterpretieren, was sich eben weiter unten abspielt. Da wird es nochmal ein bisschen wärmer werden. Wir können erkennen, die Bodenfrostgefahr ist in den kommenden 3 Nächten noch gegeben. Aber wie gesagt, dann ab dem 27. geht es steil bergauf, keine Bodenfrostgefahr mehr. Und teilweise erreichen wir hier auch schon wieder fast die 25 Grad Celsius. Wie gesagt, Freunde, keine falsche Euphorie. Und nochmal eine ganz kurze
Frage. Ich habe in meinem Garten ja, den roten Hartriegel stehen und der lässt die Blätter ganz schön hängen. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das ja der Kältestress ist, beziehungsweise ob es der Hartriegel vielleicht hinter sich hat. Also sieht nicht gerade gut aus. Ich hoffe, dass die kommenden Nächte jetzt nicht mehr so krass kalt werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf und ciao.